Was los? Hallo. Drück mal auf Play und Ding. Ah, da ist er. Da ist er. So. Der ist er ja. Der ist er ja. Wer ist denn das? Haben wir den? Nicht wundern, oh. Ich bin mir hier kräftig an dem Abwedeln. Es ist extrem warm. Schon wieder falsch. Wo ist denn dein Ventilator? Ich hab keinen. Der wird jetzt, wir kaufen uns gerade einen. Also einer ist gerade auf dem Weg und kauft einen. So für einen Zwanni. Auf jeden Fall müssen wir bei 4500 wieder machen, dass du im Bad abrasierst. Nope. Ja, genau. Da steckt so viel Geld und Pflege drin, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen, nope. Also da denke ich mal schon, dass da weniger als 5000 Euro drinstecken, oder? Ihr könnt wieder Host verteilen. Ja, ich habe schon wieder mit Ausrufezeichen geschrieben. So. Dann kriegt ihr wieder ein paar Punkte. Also, jetzt holen sie rein. So, darf ich kurz noch unterbrechen? Wir haben den Gewinner für Never Raven, das Spiel Satellite Rain. Hat er schon. Dann werde ich das gleich rerollen. Dann, Drockmicha gewinnt das Spiel Titan Quest Anniversary Edition plus DLC. Geil. Punio gewinnt Hearts of Iron 4. Big Smoke gewinnt Resident Evil 7. Und ich gewinne Sid Meier's Civilization 6. Ja, vielleicht, weil das ein Simulator ist, der kann es ja mit Mike. Dann warte mal für Raven, dann reroll ich nochmal. Aber Sid Meier's Revelation kennt. Sacred Franchise Pack. Hat er das? Woo! Das ist Civilizations. Civilizations ist ein Strategiespiel. Ja, ja. Ja, dann Glückwunsch, Never. Steini, das hat er ja zu Ostern erst gemacht. Komplette Haare weg. Bevor wir hier loslegen. Das ist doch noch gar nicht so weit. Boah, ich würde jetzt sagen, er geht jetzt live. Ich zeig das. Was? Aber Glatze ist doch erst auf 4000. Echt? Ja. Doch, das haben wir schon. Das ist 4000. Nee, die haben wir noch nicht. Na dann los, Leute, los, hier. 4K, los geht's, da braucht eine Glatze. Gut, dann lege ich los. Ja. Also, was ich noch machen wollte, ist eine Warteschlange. Und zwar dürft ihr der Warteschlange beitreten, und zwar immer, wenn ich einen neuen Duplikant habe, beziehungsweise die drei, die ihr jetzt hier seht, werde ich nach den Streamern, beziehungsweise nach den Zuschauern benennen. Einfach der Warteschlange joinen und dann pick ich immer einen random raus und dann seid ihr da ganz fleißig dabei und in-game vorhanden. Ja, Global Cooldown, halt mal kurz 3 Sekunden warten. 5. Jetzt habe ich 3 Sekunden so früh, jetzt muss ich wieder 30 Sekunden warten. Der Global Cooldown ist auf 5 Sekunden. Hau einfach irgendeinen anderen Buchstaben dazwischen. Ja, huch. Daniel! Oder sowas nicht raus, wenn ich am Trinken bin. Hast du es jetzt angeguckt oder was? Nein, ich weiß, wer das ist und welcher Clip das ist. Ich war da live dabei. Ich fand das so episch, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich hab so gegrillt, ey. Und dann dieses Huch. Oh Gott, mein Hals, ey. Ich war dabei, einen Schluck Kaffee zu trinken. So, gucken wir mal, wer ist alles in der Warteschlange? Wir picken mal einen. Ich brauche 3, ne? Wir picken mal 3, und zwar Bully Sheepy, Chaos Crafter und Solid. Was? Oh je. Kann mir einen heißen Pool ersaufen.
Schicki Wulli Schipi. Der Chaos Crafter und der Solid. Hey. Ups. Bin ich so blond? Halt, Moment, soll das gerade der sofort. Ja, okay. Genau. Und. Chaos Crafter ist Pazifist. Der Solid ein Bauernteupel. Und die Wulli Schipi ist zart beseitet, die kann ich betreuen. Danke. Ja, geil. Ja, gut, ja, Solid kann halt. Passt doch. Solid kann halt nur nicht forschen. Ja, aber hier, Viehzucht, ne, kreativ, alles ja, ziemlich hoch. Ja, also, ich bin bioökologisch, ökonomisch. Genau, los geht's. Die Musiklautstärke eigentlich so okay. Ja, ne? Stefan ist Schraubenkasper. So, ich habe das jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich habe theoretisch 2 Updates jetzt schon verpasst. Aber ich gehe davon. Oh Gott, leckt ein bisschen. Also ein Stream nicht. Na, hier fühlt sich so ein bisschen schwammig an beim Bewegen, aber krieg mal hin. Wahrscheinlich, weil du weniger FPS hast, ne? Schippi. Ja. Dein Charakter hatte gerade Innenausstatter. Und das passt ja, weil du ja bei Sims 4 auch viel Innenausstattung gemacht hast. Der Innenausstatter, ja. Innenausstatter ist halt schlecht eigentlich, weil die eine ziemlich hohe Dekor-Erwartung haben. Ne? Das heißt, wenn es scheiße aussieht, fühlen sie sich nicht wohl. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist. Worum geht es jetzt eigentlich in dem Spiel? Überleben. Einfach das pure Überleben. Also ganz genau genommen hast du da Klone, die versuchen in dem Inneren eines Meteoriten oder Asteroiden, glaube ich, zu überleben. Und du bist dafür verantwortlich. Ist das eine Art wie dieses Fallout Shelters? Ja, ich würde es eher mit Rimworld und Factory vergleichen. Ah. Genau. So. Essen. Ich glaube auch. Mal gucken, ob ich diesmal wieder ersaufe. Letztes Mal war ich bei Pony auf dem Kanal, als er das gespielt hat. Und dann sagte er, oh Wulli, guck mal, du bist gerade gestorben. Ich denke, toll. Wedel. Ich bin tatsächlich ziemlich kaputt mittlerweile. Doch, man hört dich, aber. Aber man hört halt auch dieses Geknacke zwischendurch, wenn du drückst. Nein, nein, im Spiel hört man ihn nicht. So? Hallo? Ach, jetzt hört man mich. Wieso geht das? Oh oh. Ich muss raustappen, damit das funktioniert. Das ist ja doof. Hallo, hallo? Jetzt geht's wieder. Hallo? Okay, passt. Nein, ich schalte mein Mic nicht aus. Ich habe Push to Talk und irgendwie hat's das gerade nicht realisiert, dass es reden soll. Sorry dafür. Also nochmal das Ganze. Da ich in diesem Spiel jetzt mich nicht unbedingt die ganze Zeit hoch konzentrieren muss, können wir uns halt viel unterhalten. Meine Frage war gerade, wie es bei euch so ist. Ich gehe hier ziemlich kaputt. Autsch, alles gut? Wieso Autsch? Zu laut. Chaos Crafter, du faules Stück. Steht hier und chillt sein Leben. Passt doch, oder? Ja, ey. Ja, sei froh, dass dein Chaos Crafter da kein Bauerndingens ist, weil wenn der so arbeiten würde, dann wie heute Morgen im Stream, dann wird da nicht viel bei rumkommen. Ja, gut.
Dann nehme ich einfach mal die halben Karotten wieder untergraben. Kontraproduktiv. Warm, ja, bei mir auch. Deswegen, ich bin hier die ganze Zeit schon am... wedeln. Ich wedel mir einen ab. Das klingt immer wieder so falsch, ey. Ja, yeah, mit dem Fächer. Hallo Space Gamer. Ich wollte mal, da ich ja offiziell der Letzte bin, inoffiziell ziehen wir das Ganze natürlich weiter durch. Wollte ich mal ein Fazit übrigens noch da lassen zu den letzten Tagen jetzt. Die Streamer haben epische Arbeit geleistet. Großteil davon hat kaum geschlafen, um das Ganze hier durchzuziehen. Parfum zum Beispiel war halt immer auf Sprung da, wenn irgendwas sein musste. Big war zur Verfügung. Wooly hat ihr Ding da durchgezogen. Chaos Crafter. Wer noch? Hat Karotten untergraben. Aranti hatten wir. Ich vergesse mal, wie er heißt. Ich bin mal kurz in der Küche. Also, ja, Chaos. Resida, genau, Resida. Gottness. Ich vergesse mal deinen Namen, es tut mir leid. Dich habe ich nicht vergessen, aber ich vergesse deinen Namen ständig. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Habe ich gerne gemacht, aber auch ich bin froh, wenn ich jetzt mal einen Tag tatsächlich nicht nachdenken muss, dass irgendwas schief geht. Tja, ich meine, die nächsten Tage, die wir jetzt das noch machen werden, sind jetzt so. Ja, wenn es läuft, läuft's, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, sicher. Sidon sagt, dein PC ist nicht, du musst mit mir Sea of Thieves spielen, also mach mal in die Puschen hier. Tatsächlich war Sidon, soweit ich das mitgekriegt habe, von Freitag bis jetzt quasi mehr oder weniger durchgängig da. Ja. War die Moni auch? Ja. Die lässt ja immer nach 24 Stunden nochmal eine Spende da. Übrigens die Spenden, ihr seid episch, ihr seid toll. Ich kann es gar nicht auf. Ich bin sprachlos, ja. Das ist unser erster Spendenmarathon, den wir machen und dann gleich mal fast 4000 Euro zusammen. Und die Cat legt da ja nochmal zwei drauf, ja. So, wir haben für ein Klo gesorgt. Wir haben für Toilette gesorgt. Wir haben. Gib auf deine Art dein Bestes. Ja, so ist es. Ja, ne? Ja, ne, zuschauen ist ja auch, ne? Unterstützung pur. Wieso habe ich noch kein Metall? Ich glaube, du hast bis jetzt bloß Algen und Erde abgebaut. Vielen Dank für dein Loot übrigens. Loot, Loot. Ja. 173 Mal habe ich auf dem Button schon mal gesehen. Der Einzige, der graben kann, ist Kacken. Ernsthaft? Mal hin! Jacka, ach ne, ist gerade Downtime. Die genießen gerade ihre Freizeit. Ja, es ist ja auch Abend hier, wie man sieht. Oh, jetzt wird gestern. Oh, was kommt denn da an? Das ist ein Hatchet. Oder ein Hatch. Die fressen alles Mögliche. Und kacken dafür Kohle. Okay, ihr seht's gerade nicht. Hier steht, was die alles fressen. Für die. Sieht man das ein bisschen, ja. Aber den kann ich gerade aktuell nicht gut gebrauchen. Deswegen, wo sein? Hat sich verkrümelt. Weil der eingenäht ist. Wooly, du hast es mal wieder geschafft, dich in eine bremsliche Situation zu verfrachten. Cool, was habe ich diesmal gemacht? Du hast dich eingebuddelt. Ding, ding. Oh Gott, ich muss es größer machen, ich kann es nicht lesen. Oh, zu spät. Janni Bakrini. Janina Brinki. Mm. Vielen Dank für dein Follow. Das ist Flixbox Nichte. Brinki, ja. Kommt hin. Okay, die Wulli müssen wir da mal ganz schnell rausholen. Aber ich bin nur schön am Eisen. Es ist ja Sauerstoff vorhanden, von daher. Ja, Resi hat halt recht. Ich baue mich in Minecraft auch immer in irgendwelche Höhlen rein und komme nicht mehr raus.
So, guck mal doch mal. Haben wir hier irgendwo ein kaltes Biom in der Nähe? Schleim. Hitze. Wisst ihr noch damals, als Lüften noch einen Effekt hatte? Das war so schön. Was hat einen Effekt? Lüften. Also so Fenster aufmachen und einmal Durchzug durch die Wohnung. Ja, ja. Früher war alles besser. Ja, ja. Ja. Aber Sauerstoff haben wir ja erstmal genug. Wir haben ja ganz viel Oxalit. Von daher. Ich hoffe, mir geht jetzt nicht zu viel Wasser flöten. Mal zu, das Ding. Perfekt. Jo, das geht. Gut. Was machen wir als nächstes? Was brauchen wir denn definitiv? Wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen Essen. Felder. Ja. Ach so, warte, das ist Essen. Wir brauchen Strom. Also Niesen mit Halsschmerzen ist immer ziemlich kacke. Ja, da ist auch Kaffee auch nicht gerade das Beste. Der ist hier schon lange wieder weg. Tatsächlich ist Kaffee in dem Moment nicht so verkehrt wie zum Beispiel Cola. Ich meine, keine Kohlensäure und so. Und die Wärme, glaube ich, hilft auch. Yay, Deutschrock. Yay, Tiny. Also übrigens, danke, Tiny Smoke. Für den Host und den Follow. Deutschrock hat gehostet. Mhm. Hallo, du Mensch. Joxer, moin, moin. Ja, dass du das nicht warst, weiß ich. Trotzdem steht da Deutschrock. Hallo Cat. Moin. Hallo Cat. Also bis jetzt leistet ihr ganz gute Arbeit. Ich hab noch nichts zu meckern. Gute Arbeit. Warte nur, bis du mich mal einstellst. Ja, dann geht die ganze Farm den Bach runter. Du musst es ja sagen, ne? Wir nehmen jetzt einen mehr mit rein. Ich finde, der ganz links sieht ziemlich aus wie Parfan. Name ist Programm, ja.
ist los mit dir? Wenn du schon lecker sagst, gib ihn dir den Koch, das passt schon. Man hört dich wieder nicht, Ponyo. Ich hasse das. Hi. So, besser? Besser. Nee, das ist, wenn ich jetzt auf meinen Browser klicke für den Bot und dann wieder ins Spiel, hört man mich nicht. Ich muss vorher OBS anklicken und dann geht das wieder. Technik. Also nochmal. Du kommst hier in unsere super kleine Kolonie mit rein. Was hättest du denn gern? Nudelarme und Pazifist oder jemand, der nicht graben kann, aber dafür gut bauen und kochen? Ja, die beiden hätten wir zur Auswahl. Warten? Das Ping mir oder war das Cat? What has I done? Ja, hätte sein können. Ich hab nur Ping gehört. Du nimmst den Sternekoch. Ja, ich würde sagen, ich nehme den. Oh Gott, scheiße, bist du laut. Mein Herz, ey. Okay, willkommen. Jetzt muss ich erstmal kurz nachgucken. Ah, hier die Leute, die hier nicht da sind, irgendwie. Ah, Wixmo kann ruhig da bleiben. User disconnected from your channel. Das war kein. Achso, das war nur der Bot, okay. Ich wollte sagen, das war jetzt kein Hinweis darauf, dass die Leute abhauen sollen. Nur am Mümmeln. So, wie sieht's denn aus? 4% Stress. Ja, du bist gerade jemals reingekommen und bist schon gestresst. Hast du da gar nichts gemacht? Gucken wir nochmal. Nur wenigstens gefällt dir die Dekoration. Ja, das muss auch sein. Stressfeld, okay. Ja gut, es kann manchmal ein bisschen stressig sein, neue Leute kennenzulernen, ne? So, hoffentlich habe ich das jetzt auch mit dem Internet gemacht, dass das Stream nicht immer wieder hängen bleibt. Und da werde ich direkt wieder von der Werbung angeschrien. Oh Gott. Und wie geht's euch ansonsten so? Warm, ne? Ja, warm, genau. Es macht es irgendwie nicht besser, dass ich bei der Hitze ein Spiel spiele, wo man auf dem Meer fährt. Vielleicht solltest du Schätzi Hot Lava spielen. Gott, nein. Och du. Ach, Schipi. Du darfst zwei Leute ausschimpfen. Wen darf ich schimpfen? Wieso, was los? Random und Multi. Die sagen Zydon. Hey. Daniel? Nö, was denn? Darf nur Seidon sagen. Zydon ist mein Name für ihn. Ich sag das so, wie ich lese. Big Smoke, danke für deinen Host. Yay, Schmoki. Benenn dich doch um in Zydon mit EI. Dann weiß das jeder. Nee, ja, nee. Ist das jetzt fertig? Oh, du musst dich auch darauf einstellen, wenn du dann wirklich mal streamen solltest, ne? Dass wahrscheinlich die meisten Leute dich Zydon nennen werden. Ich sag das. Da hab ich kein Problem mit. Ihn zu ärgern. Ja, aber es nicht funktioniert, ihn zu ärgern. Die Cam ist gerade mit Absicht aus, nicht wundern. Das war ein Kaugummi. Mhm. Der Alte hatte schon keinen Geschmack mehr. So, gefurcht wird fleißig. Wo bauen wir uns die Küche hin? Hinten die Küche von. Das ist perfekt, okay. Was hab ich? Ist ein Speedhack drin oder warum sind die so schnell? Du kannst das Spiel, hier oben kannst du das speeden. Sieht man jetzt hier schlecht, aber da oben.
Bis zur dreifache Geschwindigkeit. Da hängt der Stream bei mir. Ich krieg da Kotzen. Nee, er hängt nicht. Der hat es gepausiert, weil er gerade was baut. Nein. Ich rede von dem Stream. Ich habe mit meinem Internet-Controller ein bisschen Probleme. Und jetzt ruft mich Multi an. Viel Spaß. User was moved out of your channel. Also da auch mit dem TS miteinander quatschen. Micha. Ich werde jetzt gleich in Ruhe essen und gehe dann mal hier dafür, damit es nicht störe, raus. Aber du kannst auch einfach Push to Talk machen, damit wir dich nicht essen hören. Genau. Ich kann auch später wiederkommen. Ja, solange du dann auch später wiederkommst und nicht dann auf einmal verschollen bist. Ich bin ja nicht. Ich war ja letztens auch zu. Finidon. Fühnü-d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 
Kochen braucht er nicht. Betreuen, ne? Komm hier. Der Chaos Crafter kann auch gut kochen. 5, 4. Sorry, Chaos Crafter kriegt mehr kochen. Gibt besseres Essen. Yay, besseres Essen. Aber du bist doch gut im Versorgen, ja komm. Nicht, dass wir jetzt gleich alle irgendwie eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Auch bei dem Matschriegeln, Nee, nee. Hier geht alles nicht doppelt. Euch scheint sie zu gefallen, von daher. Oder auch nicht. Ja gut, ne? Wird Zeit für den Grill. Der Klo ist verstopft, das ist nicht gut. Zack. Einmal Klo putzen, bitte. Toilettenraum, wo packen wir den uns hin? Wir packen uns hier unten die Küche hin, hier den Essenssaal. Komm, hier die Toiletten, dann haben wir da ein bisschen Ruhe. Fail. Hallo, Robert. Tschüssi, bis später, Steini. Hi, Robert. Nein, ich hab den Bart schon immer so. Stimmt nicht, zu Ostern hattest du ihn gar nicht so. Der erste pinkelt ja schon alles voll, weil das Klo verstopft ist. Super. Wer war's? Wulli! Kannst du es nicht einhalten? Nein, ich hab's gewusst. Alles voll gepinkelt hier. Ich musste einfach raus. Ich konnte nichts mehr. Ach Gott, der nächste. Neben. Ach Gott. Chaos. Beim Kochen laufen lassen. Wie war das? Lass laufen, wir heiraten. Ist das deine Antwort dafür, dass dir das Essen nicht schmeckt? Also wirklich, du kochst das, du bist selbst schuld. Mal. Wenn wir dir in die Küche pinkeln, dann ist das, weil du schlecht gekocht hast. Du darfst das nicht. Ich weiß. Und ich beschwere mich gerade, obwohl ich noch nicht mal da bin. So, das heißt, wir brauchen das Waschbecken. Waschbecken nicht mehr. Zu legen. So. Mit O. Oder Ü. Zü. Angestupst worden. Da können wir selten weglaufen. Ja, der ist beschäftigt voll mit Kochen. Ja. Da ist er. Ja, wie ist er denn gesagt? Ich hab keine Zeit gehabt. Zu weglaufen, aber kochen müssen. Übrigens, habe ich rausgefunden, die Rockmap, wo du gemeint hast, ist mittlerweile auch bei den Standard-Layouts verfügbar. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe, glaube ich, auch einen erwischt. Mhm. Weil ich habe hier kaum ein bisschen late dazwischen. Was Schlechtes. Noch ein Duplikant? Ne, 4 reichen erstmal. Ja, normalerweise ist er kürzer, ja, aber ich habe gedacht, ich lasse ihn mir mal wachsen. Ich finde ihn eigentlich ziemlich angenehm, schick, irgendwie. Meiner Frau passt es gar nicht. Warte mal. Pass mal auf. Wir haben jetzt 3300. Das wären 700. Das würden wir, glaube ich, nicht schaffen, oder? 700 Euro bis 0 Uhr. Schaffen wir das? Wer weiß. Jetzt dann kommen wahrscheinlich langsam sicher noch die Leute vom Feierabend wieder, vielleicht. Okay, dann baller ich jetzt mal eine Challenge raus. Meiner Frau passt der Bart nicht. Ich will den Bart unbedingt haben. Wenn wir bis 0 Uhr die 4000 voll machen, ist der Bart ab. Wieder mal. Wieder mal. Oh, wieder mal. Krieg ich von der Seite. Nein, das hört nicht ganz ab. Wie denn du? Kann man es dir recht machen? Ich weiß halt zufällig, dass Monika keine Bärte mag, also. Naja, ich mag meinen langen Bart jetzt eigentlich. Ich mag den. Ja, das ist schon flauschig. Meine Frau mag den langen Bart nicht, die mag das lieber kürzer. Ich werde den komplett abmachen, der wächst da wieder nach. Ich mein Bart. Ja, so schön flauschig. Aber nur, wenn wir es bis 0 Uhr schaffen. Ich will aber nicht. Also viel Erfolg.
Gerade mal warum kürzer, weil es schön kratzt, ja. Scheckelbürste. Entschuldigung. Die Uhrzeit, es tut mir leid, ich vergesse es immer wieder. Ich bin eigentlich ein Late-Night-Streamer, ja. Jetzt wisst ihr auch warum. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ist da nicht genug Sauerstoff? Okay, wir sollten uns langsam mal Gedanken um Sauerstoff machen. Und zwar packen wir das da hin. Ork-Beschleuniger, ja. Ich meine, so ein langer Bart kann da auch gut kitzeln. Ihr macht alles, nur nicht das, was ihr sollt. Okay, das Ding kann man dann auch abreißen. Jetzt hier unten unser Klo. Wo packt man die Schlafräume hin? Da, wo es kühl ist. Okay. Ist eigentlich gerade ziemlich schlecht, dass ich hier unten meine Farm hinmachen will, wenn da oben die Küche ist. Naja, provisorisch. Für den Anfang. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus im Kampf Liebe gegen Kill? Moin, Lord Schnitzelchen. Oh, ich glaub, das sieht doch gut aus. Schnitzel! Könnt ihr mal bitte zuerst das Waschbecken bauen? Ihr wascht euch alle nicht die Hände, ihr seid ekelhaft. Pfui! Bah, guckt euch an und alle verkeimt, ey. Bah. Oh Gott. Gibt kein Essen. Digarius, holla. Wann wolltest du denn anfangen eigentlich? Wann war das? Wolltest du nachdem du deine Frau dann weggebracht hast oder wolltest du vorher schon anfangen? Eine Schiepi, ja. Ja. Das ist eine Wuli. Ein Schäfchen. Mal Feedback. Musik, zu laut, zu leise, Schnitzel. Passt. Doch nicht um die Uhrzeit. Cheapy Touch. Touch. Kein Touches. Ja, aber Schnitzel nicht um die Uhrzeit. Wieso macht ihr eigentlich alles, nur nicht das, was ihr sollt? Das ist das, was ich am besten kann. Okay. Nicht das machen, was man von mir erwartet.
Wen hätten wir denn eigentlich als nächstes? Nudelarme, Schnarcher, Nudelarme. Uff, na naja, komm. Vielleicht kommt meine Mutter nachher nochmal rein. Die kann dir das dann sagen, dass ich da besonders gut drin bin. Okay. Nicht das zu machen, was man mir sagt. Oh, ich glaub dir das auch so. Ja, bitte. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe das Spiel nicht mehr. Schlecht. Oh, da. Ich war nur zu weit oben. Ha. Dossi! Vielen Dank für deinen Host! Yay! Wieso baut ihr nicht? Baut! Los, kleine Sklaven! Du hast mich gerade als Sklave gebannt? Nein, dich nicht. Forschen tut auch keiner, was soll das? Ihr wollt mich ärgern. Prioritäten. Forschung. Ja, wie gesagt, war mein Fail. Ich hab zu weit hochgescrollt. Dam-dam. Dam-dam-dam. Hui. Punjo läuft weg. Wieder. Ja, es ist warm. Wo läufst du denn hin? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Irgendwo hin, wo es kühl ist. Bin ja immer noch dabei, dass wir alle nach Island ziehen, da gibt's keine Spinnen. Und da wird's nicht so warm. Du willst doch nur dahin ziehen, weil es da der Strom so günstig ist. Ja, eigentlich, weil es da keine Spinnen gibt. Ich habe nämlich heute Nacht so über diese Karibikinsel-Idee nachgedacht und habe mir so gedacht, geht nach da gibt es bestimmt ne? noch mehr Spinnen als hier. Na, muss nicht. Ich mag die Musik. Fällt mich. Dick Nike. Irgendwie kommt ihr nicht aus dem Knick. Ich glaube, wir brauchen doch noch einen mehr. Aber hey. Ja. Wir haben gerade nicht viel zu tun. Wir können mal ein Giveaway raushauen. Yay, Giveaway! Wupp, wupp, wupp. Und was ist drin? Eins von den Special Keys.
Machst du es selber oder soll ich dir helfen? Oh, das wäre nett, wenn es einer von euch macht. Ja. Da kann ich mich auf dieses hochspannende und konzentrationsfördernde Spiel gerade sehr konzentrieren. Das ist mal gucken, wie viel Punkte ich da kaufe. Kannst du mal aufhören, hier mein Zeug wegzufressen? Ich meine ja nett, dass du Kohle kackst, aber... Mein Schnitzel! Wann geht's los? Jetzt. Was ist nochmal Ausrufezeichen Tickets und dann nur wie viel? Leerzeichen wie viel, ja? Genau. Genau. Paul, du warst bestimmt mal bei einem Rain dabei, beziehungsweise wenn meine Donation reingekommen ist, sind ja auch Punkte verteilt worden, etc. pp. Für Host Raids etc. kriegst du ja auch Punkte, also. Fürs Retweeten, unser letzten Tweet gibt's Punkte. Vorausgesetzt, ihr habt auch einen Twitter-Account mit dem Twitch-Account hier im Chat verknüpft. Irgendwie? Ihr seid hier ja alle am Rumwuseln, aber keiner baut. Also auf Prio erhöhen. Das ist ungefähr so, wie bei uns das wahrscheinlich in der WG wäre, ja. Wo ist das Schaf eigentlich schon wieder? Ich weiß nicht, gerade eben war es noch hinten links. Uli, wo bist du? Unten im Keller! Was machst du da schon wieder? Och, ich baue hier so ein bisschen um. Ja, sie ist gerade im Keller. Bist du? In dem Spiel sieht das aus wie Vorschlag, aber eigentlich koloriert sie gerade irgendein Bild. Ja. Misch die Farben zusammen, damit wir den Sand auf unserer Streaming-Insel hübsch kolorieren können. Nebenbei wird noch ein bisschen aufgeräumt, super. Ja, ich kann Berufe vergeben. Yeah, Berufe. So, kochen. Und... eine Minenarbeiter. Wuli. Perfekt, die kann gut buddeln. Das kann man mal machen. Das heißt, die Wuli kriegt die Forschung wieder entzogen und darf dafür graben. Yay, ich darf uns anbuddeln. Wer forscht denn jetzt für uns? Da, Forschung, da. Hast du das mitgekriegt? Du wurdest gerade gehaltsmäßig degradiert. Im Sandbuddeln ist viel spaßiger als forschen. Naja, ob dir das dann Spaß machen wird, ob dir das Spaß machen wird, in solchen Gebieten zu buddeln, ich weiß nicht. Ein bisschen Keimbelastung, Temperaturen über 200 Grad. Gibt's Schlimmeres? Ich könnte mit meinem Bruder eingesperrt sein. Schieb ihn ab in die Gasmine. Ich könnte das Eisen hier ganz gut gebrauchen. Okay. Kratzt sich wieder ein. Ja, riesig. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt so begeistert bin. Du redest davon, dass Streepy eventuell in keimverseuchten Gebieten graben muss und bei mir taucht dann eben Megalodon auf. Ja, weiß Bescheid. Das bin ich. Nur in keimverseucht und bestrahlt oder sowas. Aktuell. Hallo Dextrin! Willkommen zurück! Das Schöne an der ganzen Sache ist, ich kann aber allen willkommen zurück sagen, egal ob sie heute schon mal da waren oder nicht, weil sie waren auf jeden Fall gestern schon mal da. Furche, was das Zeug hält. Gib dir Mühe. Furche.
Was ist denn los, Lucky Baby? Hä? Wo willst du hin? Ich geh mal schon. Haben wir noch Trockenfutter irgendwo, Schatz? Ich glaube nämlich, Lucky hat Hunger. Nicht nur der. Der hat mich gerade in meine Wangen gebissen. Gesicht. Yummy. Ja, wir haben gestern uns drüber unterhalten, ne? Ja. Das Erste, was die Katzen aufessen, ist das Gesicht. Weißt du auch wo? Wir müssen erstmal rausfinden, wo wir unser Trockenfutter haben. Hier, Lucky Baby. Oh, mein Schmusekätzchen muss mich aufessen. Versuche ja schon was zu essen für dich organisieren. Komm, wir gehen mal zusammen gucken. So, da wir dringend noch einen brauchen, holen wir uns jetzt auch noch einen dazu. Wen nehmen wir denn? Biogefährdung, definitiv nicht. Bleibst ja nur noch du, aber du bist schlapp. Du bist der langsamste, den man überhaupt sehen kann. Hat aber der Taucherlunge, das heißt, der Atmen ist so viel weg. Okay. Nein. Wählen wir uns mal einen aus. Der Parfalm. Hier, bitte. Du bist jetzt unser langsamster Duplikant, den wir gerade aktuell haben können. Finde ich gut, aber ich bin der Lerner, ja. Nee, du bist eher der Kreative. Den kann ich gut gebrauchen gerade. Okay. Auch in Ordnung. Also, Athletik minus 4. Krieg mal hin. Willkommen im Club. Das Bild ermalen, oder? Ja, aktuell. Ja, geschehen. Wollt ihr übrigens auch in diese Warteschlange dann einmal Ausrufezeichen. Boah, was war's? Joint Q. Genau. Dankeschön, hätte ich euch nicht. Und? Mit Ausrufezeichen, Tickets, Leerzeichen und eine Zahl dahinter, dementsprechend wie ihr Punkte ausgeben könnt, könnt ihr auch dem momentanen Giveaway beitreten. So viele Qs, die ihr joinen könnt. Ihr macht endlich mal das, was ihr machen sollt. Yippie! Und ich betone auch nochmal, sollten wir es schaffen, also bewerbt es, macht Werbung, haut raus, holt die Leute her. Sollten wir es schaffen, bis heute Abend 0 Uhr die 4000 voll zu machen. A, kriegt dann unser lieber Trockmischer definitiv eine Klatze. Und B, kriegt meine Frau endlich ihren Willen und der da kommt ab. Der ist so schön lang. Und flauschig. Und wuschelig. Aber ja, für guten Zweck wieder mal. Oh, Porfall muss im Stehen. Es tut mir leid, wir haben kein Bett. Wir haben kein Bett. Der schläft mal eben im Bad. Oh, okay. Ach, eine Nacht geht schon. Ja, wir haben kein Bett, weil irgendwie keiner phonetisch nötig hält, es zu bauen. Bett. Ich hab Pet verstanden. Bett. Du hast da echt die Gurkengruppe zusammengestellt, weißt du das? Sieben Prozent Stress, Chaos Crafter. Was stresst dich denn, mein Lieber? Er hat kein Bett. Nein, bin nicht ich, der da gestresst ist. Chaos hat ein Bett. Du hast Durchfall. Oh, sorry. Dann koch besser, dann gibt's auch keinen Durchfall. Und C, genau. Und C gibt es mehr für das Spital. Das habe ich ganz vergessen. Klar, C, ne, das kommt dann mehr bei den Kindern an. Wie konnte ich das nur vergessen zu erwähnen? Wow, Pugel. Schande über mich. Ja. Schande über dein Haupt. Ab in die Ecke und schäm dich. Du sitzt ja immer keine noch Ecke frei.
Etwas schneller, wenn ich bitten darf. 1 von 10. Yay! Brav die Hände gewaschen. Und trotzdem kein belastet. Die haben alle Durchfall. Bei dem na, Essen. Ich habe euch vorhin nicht gesagt, solange er nicht vernünftig kochen kann, wird das nix. Hat er nicht gerade vorhin irgendwie kein Verseuch gekocht? Ja, war halt alles ein bisschen verklibbert. Na toll. Also ist Chaos schuld. Ja. Mit 6. Gibst du, du hast Spaß dran. Eben. Ja, dafür sind die Kommentarfunktionen da. Ich dachte, ihr seid da drin aktiv. So, Skript erstellen und dann nie wieder reingucken wäre ja kontraproduktiv, glaube ich. Also meine Mama hat immer gesagt, das Denken soll man den Pferden überlassen, die haben größere Köpfe. Ja, aber da ist nicht mehr drin. Aber kleinere Gehirne, gell? Ups. Entschuldigung, Resi, da! Oh, jetzt hab ich schon wieder falsch geschrieben. Boah, ich krieg grad übel Hunger. In der Runtime. Tuti, was gibt's denn heute Leckeres? Runtime! Runtime, das wär, ich hab noch ein Runtime da. Mir dauert es ein bisschen, bis ich bekomme. Kartoffelsalat. Gibt's nicht als Runtime. Boah, stell dir mal vor. Runtime, geschmackslöscher Kartoffelsalat. Das. Ich meine, ich mag ja Kartoffelsalat, aber. Ich weiß nicht, als Shake. Meh. So, die Forschung ist abgeschlossen, das heißt. Wir werden uns dann langsam mal um die Sauerstoffproduktion kümmern. Oder? Nein, wir brauchen Innenausstattung. Wir wollen es ein bisschen schick haben. Was aber auch heißt, wir können uns jetzt endlich ein paar Beete backen. Backen, genau. Und. Wow in Wow, aha. Und Schuss. Alles vor die Horde. Wobei ich muss gestehen, ich habe leider auch einen Ali. Ich habe auch einen Ali. Ich bin von Anfang an Horde, aber die wollten unbedingt mit mir zusammenspielen und auf dem Offi musste ich mir dann doch einen Ali machen. Gut. War Allianz, bis BC rauskam, dann war ich Horde, bis Cutter rauskam, dann habe ich wieder Allianz gespielt, nach Cutter habe ich wieder Horde gespielt und jetzt spiele ich immer noch Horde, aber zwischendurch auch Allianz. Man sollte sich mal beide Seiten angucken, ja, so hat man beide Stories, ist schon ganz ja, interessant. Eben. Also die Stories gerade jetzt im Moment, der absolute Wahnsinn, wenn du beide machst. Also ich muss mal gestehen, ich finde die Ali-Story irgendwie spannender als die von der Horde, obwohl ich für die Horde bin, ja, ich finde wurde geiler irgendwie. Die Horde war ja auch mal pur böse. Die wollte ja nur das Schlechte. Wolli, du stehst da wieder sehr ungünstig. Schon wieder?
Ja, du standst gerade sehr ungünstig, weil das Ding verschwindet nämlich in 4, 3, 2, 1 und weg. Ich sag mal so, wenn du das pute Böse haben willst, dann spielen Untoten. Todesritter. Ja, gut. Wer hat sich denn... Ach, Leute. Buddelt euch bitte da ganz schnell wieder raus. Dankeschön. Sollet im Paar fallen. Nicht die hellsten leuchten. Nicht ganz so richtig. Da muss ich dir leider widersprechen. Ein Gnomen-Todesritter mit rosa Zöpfen. Das ist pure Böse. Oh ja. Schneller. Holt sie da raus. Was machst du da? Du erntest, anstatt dass du dich rausbuddelst. Okay, Solid. Solid denkt sich auch, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, falsch geplant. Warte mal, wenn ich jetzt hier die Tür hinmache. Wenn ich da, die drei müssen weg. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal abbrechen, bitte. 8. 9 und 10, der kann weg. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hätte sich bloß nicht tatsächlich zustimmen. Wenn die sich einfach an den Tisch setzen würden, mal ein vernünftiges Bierchen miteinander trinken würden, würde es einiges einfacher machen. Ja. Andererseits würde dann Blizzard kein Geld verdienen, also vergiss es. Aber warum leicht, wenn es so schwer geht? Ja. Sicher. Google mal, Sidon. Sidon wird krank. Wieso bist du krank? Du hast ja wieder 100%. Verstehe ich nicht. Immunsystem. Warum ist denn da? Du hast eine Lebensmittelvergiftung bei dem Koch. Ja, ihr müsst unbedingt mal die Warcraft-Bücher lesen, dann erfahrt ihr ein bisschen mehr von der Hintergrundgeschichte. Ich meine, WoW erzählt sie ja schon ganz gut, aber es fehlt halt einiges an Infos. Oder ihr hört euch einfach den Lore-Talk von Balo auf YouTube an. Oder das, genau. Anfang bis Ende einmal alles komplett durchgekaut und durchanalysiert. Und ich würde ganz schwer empfehlen, die Videos, die Blizzard zu dem aktuellen Event rausgegeben hat, anzugucken. Ja gut, die erzählen jetzt aber auch nicht so viel von der Story. Nee, aber dann würde zum Beispiel Fussel nicht sagen, dass die komplette Horde nur quasi jetzt mittlerweile der Teufel persönlich ist. Ja, aber Cat, das ist eine ganz gute Alternative, wenn man sich die Bücher nicht leisten kann. Außer du schickst sie uns. Warum? Ich habe die Bücher alle schon gelesen. Alle? Ja. Mein Onkel hat die alle gehabt. Auch die neuen? Ja, die neuen habe ich gehört als Hörbuch über YouTube. Ich habe tatsächlich nur ein Buch gelesen. Medienverseuchtes Volk, naja. Gut, wenn ich als Hörbuch haben kann oder als Video, finde ich das natürlich, ich habe meine Kamera immer noch aus. Finde ich das natürlich auch einfacher. Ja. Bin halt auch lesefaul.
Ja, wer böse und wer gut ist, ist ja immer eine Frage der Perspektive, ja? Aus der Ansicht der Horde sind die Allis die Bösen. So einfach. Die Horde, beziehungsweise die Untoten, damit hat es ja hauptsächlich angeht, die wollten ja nur ihre Ruhe da in ihrer Ecke, weißt du? In Unterstadt. In wo hat's angefangen? Wo haben sie Thrall festgehalten? Vorgebirge von Hillsprite. Ja, genau. Da hat der ganze Scheiß angefangen. Hätten sie den einfach in Ruhe gelassen, wäre gut gewesen. Also indirekt, wenn man es ganz genau nimmt, der Auslöser, dass Sylvanas überhaupt losmarschiert ist, ist die Allianz. Also in der Hinsicht kannst du sagen, hat die Allianz diesmal sogar angefangen. Ja. Gut und böse ist immer eine Ansicht der Perspektive. Ja. Die Allis denken, ja, wir kämpfen für eine gute Sache. Ja, Fussel, aber die haben dafür extra ein Video rausgebracht. Ungefähr einen halben Tag später. Ich betone nochmal indirekt. Huch, hallo Lucky. Wie sieht's denn aus mit der Forschung? Ich brauche die Bilder. Eigentlich aus mit dem Giveaway. Wie sieht's denn aus mit dem Giveaway, genau? Ja, Buffy, wie sieht's aus mit dem Giveaway? Ich fahr gerade für 3 Galleonen weg, ich brauch noch ganz kurz. Soll ich das machen? Wenn du magst. Beziehungsweise... Ist ja nur einer, ne? Ist nur einer, ja. Dann gehe ich jetzt hier mal in das Ticket-Schreffel, wo ist es denn? Giveaways, da. Ticket Raffle. Oh, close. Keksfussel! Fussel hier hin, Glückwunsch. Was hat Keksfussel denn gewonnen? Jetzt selber ein neues Rädchen zusammenstellen. Ich habe dafür momentan das Rad eh nicht da. Also. Okay. Was hast du sonst gemacht? Das letzte Giveaway waren die anderen Keys. Ach so. Okay, dann jetzt die Pinken wieder, ne? Ja. 11, 12, 13, 14, 15, 19. Wo ist denn bitte die Erde? So, Parfipas. Auch das Rädchen, da. Lucky, du liegst schon wieder auf meiner Tastatur. Schnitzelchen, bitte nicht um diese Zeit. Ja, Lucky. So. So, apply wheel changes und dann drücken wir mal hier drauf. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base Farmers. Keksfussel.
bekommt Base Farmers. Boah, kann ich jetzt mal richtig schreiben, bitte? So. Base Farmers. Klingt interessant. Widdel, 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 widdel. X-Fussel. So. Speichern. Damit war mit jemandem zusammen. Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich nicht gerade so geil. Aber da findet sich schon jemand. Das ist ein reines Koop-Game. Oh. Ich denke, du bist lucky, hm? Oh, ich lauf weg. Unschön. So, da haben wir eine Kantine, da haben wir eine Latrine. Was mache ich eigentlich Schönes bei dir gerade? Das ist offen. Nö, ich renne durch die Gegend, sehr schön. Ich glaube, du musst aufs Klo. Passt. Oder auch nicht. Boah, Lucky, hau mir doch nicht das Headset vom Kopf, ey. Wer ist denn da jetzt gegangen? Ach, Big Smoke. Übrigens, Powerfarm, noch kleiner Tipp. Wenn die Leute bei dir relativ gestresst sind, setz hier Verfolgerkamera. Das senkt den Stress. Ach so? Ja, dann fühlen sie sich ja geehrt, weil sie beobachtest. Dann kriegen nämlich dann, hier, den Buff, Zentrum der Aufmerksamkeit. Macht minus 5% Stress. Ist ja nicht so wie bei den Sims, die dann gestresst werden, wenn man sie die ganze Zeit beobachtet, ja? Hier ist es umgedreht, ja. Wer ist eigentlich gerade am meisten gestresst? Chaos Crafter. Wollen Sie ein bisschen kochen? Ich? Du bekommst gleich noch einen Grill. Dann kannst du dich austoben. Ich muss dazugeben, ich hatte noch nie so diese Stressprobleme in dem Spiel. Du warst nur selber gestresst, hä? Nö. Nö, nö. Ja, wir machen gleich ein bisschen Deko und dann geht das schon. Darf sich unser Künstler jetzt auch mal ein bisschen betätigen. Yay. Ja gut, bei der miesen Dekor würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt kochen wollen. Mal Lucky, was machst du da unten jetzt eigentlich gerade hier, hm? Ich meine, noch bist du klein genug, dass wir uns meinen Bürostuhl teilen können, aber gar nicht mehr lange. Haben wir denn schon einen Kunststudent? Haben wir nicht.
Bugfinder, Paul und Duty. Paul und Duty, na da. Ja. GG-Schnitzel. Ja, das hört sich ziemlich nach Hochberg an. Gesundheit. Lucky. Ja, Lucky räumt wieder alles ab hier. Übrigens, Punio. Ich habe heute zum ersten Mal so ein Ventilationssystem gebaut. Und habe das ganze Kohlenstoffdioxid in meinen Garten reingeleitet. Perfekt. Muss halt nur auf den Druck achten. Meine ganzen Leute sind da mit geplatzten Ohrenfeuer wieder rausgekommen. Okay, hier in der Ecke wird es langsam zu warm, das ist nicht gut. Wie kriegt man das jetzt runtergekühlt? Ich brauche Kohlschwarz. Ja, aber ich sehe schon mal, ich habe kein Problem mit Schleimlunge. Das ist schon mal sehr praktisch, bis auf die Ecke hier. Okay. Wenn du es jetzt noch richtig geschrieben hättest, wäre es vielleicht gut gewesen, aber so nicht. Weiter, was kriegst du denn für eine Fehlermeldung? Kriegst du überhaupt eine Fehlermeldung? Irgendwas muss es doch da geben. Bin los. Er versucht Sea of Thieves zu starten, aber irgendwie startet es nicht. Okay. Hast du schon mal als Administrator gestartet? Ich meine, dass das Spiel nicht ganz einfach ist, das weiß ich selber, aber... Lass mal einen dicken Pandafinger in Ruhe. Dicke Pandafinger? Ja, Moment. Erstens mal, da steht Panadenfinger, nicht Pandafinger. Ich habe Pandafinger gelesen, sorry. Ich habe auch Pandafinger gelesen. Und die Fehlermeldung ist, auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen gegebenenfalls nicht über ausreichende Berechtigung, um auf das Element zugreifen zu können. Als Admin ausführen. Als Administrator versucht? Habe ich. Kommt trotzdem. Tja, dann versucht es auf irgendeine Datei zuzugreifen, wo es keine Rechte hat. Das müssen wir wissen, welche. So, nochmal. Ich habe jetzt gerade den Stream erstmal leiser gemacht. Sorry, bin ich dir zu laut? Nee, das nicht. Aber ich hatte den Stream schon leise und in dem Moment hat mich der Stream abgelenkt. Du musst rausfinden, auf welche Datei das Ding zugreifen will. Das ist eine gute Idee. Ja, Crashlog gucken. Müsste theoretisch angeben. Ich versuche auf die SOT-Datei, also die Anwendung, zuzugreifen. Unser Parfum produziert Meisterwerke. Pass auf, dass er sich da nicht wieder was drauf einbildet. Und ich wette, ich habe dieses Problem jetzt nur, seitdem Multi das neue Windows von sich drauf getan hat. Ja, never change your working system. Jo. Ja. Und warum macht Multi da nichts? Ich meine, der hat den Kram verbrochen, da soll ich drum kümmern. Ja, er ist gerade unterwegs, also nicht zu mir, sondern gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Ja. Übrigens, ich finde es sehr exzellent, welches Bild ich bei einem Bett gemalt habe. Guck dir das mal genauer an. Der Schrei. Totenkopf gemalt? Ein Nein. Meisterwerk. Ich find's gut, Meisterwerke sind das, was wir brauchen. Zombies. Sehr Schrei. Gut. Das sind schreiende Duplikanten. Habe ich bestimmt vom Chaoskrafter abgeleitet. Was? Was? Die ganze Zeit in der Küche und zum Schreien. Ah, ich hab so viel Stress. Ja, aber echt, ey. Aber auf jeden Fall kann ich so gesehen momentan nichts machen. Ich werde auch nichts mit Steam versuchen oder sonstiges, weil ich das Gefühl habe, dass ich das Problem auch haben werde, obwohl das schon auf der Festplatte drauf war. Aber du hast doch gesagt, du hast die andere Windows-Version auch noch drauf, oder nicht? Nein, die hat er vorhin formatiert. Dum dum. Liegt das vielleicht auch daran, dass deine Sachen nicht mehr darauf zugreifen können, weil das Betriebssystem, worüber die installiert worden sind, nicht mehr da ist? Das... Nein, ich habe es mit diesem Betriebssystem installiert. Ja, aber es kann trotzdem passieren, dass es Verknüpfungen zum anderen Betriebssystem aufbaut. Ich habe es ja nochmal deinstalliert und nochmal neu installiert. Ich habe es mit diesem Betriebssystem dreimal neu installiert. Es hat nicht funktioniert. Oh, wow. Weil das war nämlich auch zuerst mein Gedanke, dass da daran liegt. Also ich will die ganze Piste... Ja, ja, genau. Am PC vom Stromnehmer, Fenster auf, einfach rauswerfen. Naja, also ich würde sie einfach komplett nochmal platt machen und alles neu installieren. Jo. Ja, nur habe ich keine Windows 10 Version mehr und seine will ich dann nicht persönlich nochmal nehmen, wenn ich... Wenn du dein Windows 10 mit deinem Account verknüpft hast, brauchst du die theoretisch nicht. Einmal runterladen aus dem Netz, einloggen, fertig. Okay. Gibt die ganz offiziell auf der Windows-Webseite zum Download. Ja. Kannst sie auf einen USB-Stick packen oder auf eine CD brennen, je nach Wahl. Dann wird das meine zweite Option sein, wenn Multi das echt kein Stück hinkriegt. Naja, wenn der jetzt arbeiten ist, dann dauert das doch auch wieder, bis der wieder da ist. Der ist gegen 23 Uhr, 24 Uhr circa wieder da wahrscheinlich. Ja, und jetzt willst du die ganze Zeit warten und nichts tun. Stimmt allerdings, ja, ich pack mal eben den USB-Stick dran und hau erstmal seine Dateien runter. Sollte ich vielleicht als erstes machen. Danke, System. System Chat! What the fuck? Entschuldigung, oh Gott. Jetzt funktioniert's, ne? Sag ich auch immer. Ich lass Multi nichts mal meinem PC machen, nein. Na, schon wieder los bei dir. Ich habe jetzt gerade den USB-Stick dran gemacht, beziehungsweise kurz vorher hat sich schon irgendwas wegen den Treibern geöffnet, was er runtergeladen hat, ein Tool. Und hat jetzt gerade irgendwas versucht und dann kam, ist schon alles aktuell. Ich bin so, hä? Okay. Das ist toll, wenn man anderen an seinem PC lässt und dann selber sagt, ja, da ist irgendwas, was irgendwas macht und, Ja. Also, wie sagst du, so Betriebssystem, glaube ich, würde ich nie jemand anders machen lassen. Ich jetzt auch nicht mehr. Oh Gott, mir ist gerade was ganz Doofes aufgefallen. Hm? Bin von der Insel weggesegelt. Mhm. Ich habe das bald falsche Boot genommen. Hä? Die sind gerade hier gespawnt und fragen mich jetzt die ganze Zeit im Chat, warum ich ihr Boot geklaut habe. Hallo Titanix, hallo Anakin. Ich würde erst mal sagen, was ich kann. Hallöchen. Ich habe jetzt gesagt, ihr Boot ist hübsch. Hab sie beide erschossen und segel weiter, das geht schon. Wow. You are a pirate. So. Joho, viel Idee. Mama ist schneller! Mein Dings ist wieder leer, das ist schön. Wo sind denn jetzt mittlerweile die Luftfilter? Ich
Ja, da. Ne, das ist das Gasventil. Scrollen wir noch ein Stück runter? Bin unten. Ah ja, Filtration. Okay, gefunden. Ich hab's vorhin noch erforscht und ich wieder vergessen, wie es geht. Und hier wird's viel zu warm, verdammt. Warum ist das so warm in der Ecke? Lava Cave? Hier ist rundrum alles warm. Das ist doof. Ich will das nicht. Wenn der Kopf nicht angewachsen ist, ja. Ja. Nix Punika. Stecken lassen. Berichte. Was haben wir denn gestern an Essen produziert? Minus 3000. Du kochst so langsam. Du kannst nicht kochen, wenn der keine Stromkabel dahin packt. Mhm. Den Engern, ne? Als nächstes, brauche ich die Filtration? Ich brauche die Filtration. Aber ich hätte auch ganz gerne bessere Batterien. Na, wir machen erstmal die Filtration. Brauche ich eigentlich einen neuen Schlüssel dann oder wird er auch übernommen? Wer wird was wohl übernommen? Sobald du deinen Account über den verifiziert hast mit dem Windows 10 Key quasi, dann hast du den immer. Genau, der wird mit dem Account verknüpft. Also da musst du nicht jedes Mal einen neuen Key holen oder sowas. Okay, ja, da muss ich mal gucken, ja. So, bei der Gelegenheit, wenn wir die 4000 knacken, hat der liebe Trockenmischer eine Klatze. Wenn wir es schaffen, bis 0 Uhr die 4000 zu knacken, kommt mein schöner Fussel auch ab. Ich will das nicht, eigentlich. Aber meine Frau stört der lange Bart eh. Von daher tun wir ihr damit einen Gefallen, mir zwar nicht. Aber Chaka. Und? Die Kittys haben dann noch mehr, worüber sie sich freuen können. Ich habe ja Hoffnung, dass wir die 4000 knacken, weil dann haben wir wirklich jeden Tag 1000 eingenommen. 4 Tage Stream, 4000. Das wäre richtig toll. Den kompletten, nein, den auf dem Kopf nicht. Nur den im Gesicht. Aber bis 0 Uhr. Und nein, guck mal, die sind gerade mal wieder, was sind das, 3 cm? Ja? Lass mir doch immer ein bisschen Haare. Kann dann nicht sein, dass ich mir jedes Mal die Haare wegmachen muss. Vielleicht wieder nächstes Jahr dann, wenn sie wieder einen Meter lang sind oder so. Ich liebe meine Haare, ja. Die müssen lang sein, die müssen bis hier hin. Also, so, ne, ihr seht ja, hier die Seiten sind weg, ne, und dann hier so ein... Naja, ihr kennt mich, glaube ich, mit langen Haaren. Mhm. Und ich will die wieder haben. Wir haben dabei zugesehen, wie du... Ja, Das war noch lange nicht lang. Also ich musste dies eine Mal schneiden, da waren die 1,5 Meter, also die gingen wirklich Rücken runter. Und jeder mit langen Haaren, der sich da jahrelang die Dinger pflegt und macht und mehr, kann es eigentlich nachvollziehen, wie schlimm das ist, diese abschneiden zu müssen. Stell dir mal vor, die Wooly Sheepy müsste jetzt ihre langen Haare, warum auch immer, abschneiden. Das wäre schlimm, oder? Nichts Neues. Also ich habe Shippy mal an einem Wochenende besucht, da hat sie quasi noch schulterlange Haare gehabt und am nächsten Wochenende, wo ich dann bei ihr oben war, hatte sie kurze Haare, also... Okay, dann ist das halt ein schlechtes Beispiel. Ja, also was meine Haare angeht, bin ich wirklich ein schlechtes Beispiel, aus denen mache ich mir nicht wirklich was. Ja, man steckt halt viel Zeit und Pflege rein, weißt du? Kann sein, ja. Heul? Warum heul? Du wirst gerne meinen Bart loswerden, kannst aber nichts mehr dazugeben, richtig? Hab nämlich schon gehört, du magst keine Bärte. Oh nein. Oh, das ist ja doof, Moni. Aber es gibt Schlimmeres.
Nicken nicht, weil wir die 4-6 knacken. 4-5. Du verwirrst mich. Was los? Sie hat gestern gesagt, dass einer ihrer Kollegen noch eine Spende raushaut. Aber ja. Der hat jetzt vergessen, seine Kreditkarte aufzuladen und kann deswegen die Spende nicht machen. Ja. Er hat es wenigstens versucht. Ja. Wollte wenigstens. Von daher, herzlichen Danke. So, Monika, so viel wie du schon gespendet hast dieses Wochenende. Genau. Ganz ehrlich. Ich bin gleich wieder da. Ihr habt mehr als genug gelassen. Ihr braucht euch da jetzt gar nicht mehr irgendwie schlechtes Gewissen zu haben oder so. Im Gegenteil. Kommt, mir gehen hier die ganzen Pflanzen ein. User disconnected from your channel. Okay, Stressfaktor ist, ja, zero. Stellen wir jetzt noch einen ein. Wir kommen ja noch mal mit dem Bauen hinterher. Ich glaube, wir sollten das erstmal in Ruhe da hier fertig machen lassen. Und derzeit können wir noch mal einen Key raushauen. Was halten wir von der Idee? Wir müssen noch ein paar Keys loswerden. Jo, ich starte. Okay. Soll ich gleich mehrere auf einmal machen, oder? Mach mal 2, 3. Drei ist gut. Dann gibt es wieder Random Steam Keys. 3 Stück für 3 Leute. Also, je Person einen Key. Mit Ausrufezeichen, Ticket und die Nummer dahinter. Könnt ihr daran teilnehmen. Viel Erfolg. Amy, du gehst schon bewusst, dass ich auf Jobsuche bin, ja? Deswegen, ich rasiere mir die Haare komplett vom Kopf. Prost, lecker Cappuccino. Eis. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein... Oh, wobei es passt. Ne, wir brauchen kein Waschbecken mehr. Aber die Toiletten, die sind ein bisschen verkeimt. Ich möchte dann aber bitte eine Echthaarperücke, Anakin. Gib doch Perücken. Wenn du mir die dann kaufst, dann... Ja. Können wir darüber reden. Oh, du klingst gerade ein bisschen genervt. Na. Na. Doch, tust du. Also klingen, das heißt ja nicht, dass man es ist. Alles fit? Alles gut? Alles toll? Alles voll. Das ist schön. Alles voll. Ja. Genau, alles voll. Ja, das will er dann jetzt wieder auch nicht, weißt du? Wieder da. Bibi. Multi. Deine Haare sind ein bisschen kurz für eine Echthaarperücke. Ich spende meine Barthaare für eine Echthaarperücke. Halt nicht von der Idee. Ich stehe so in so ein Fussel, weißt du? Da kommen die Leute aber bestimmt auf andere Ideen. Kann man eigentlich Tickets nachkaufen? Ja. Mit Ausrufezeichen Ticket kannst du gucken, wie viele du hast. Also ohne Zahl dahinter. Exclamation Point Ticket. Mark. Ticket oder Tickets mit S? Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Zwei hast du. Pa.
Haarfarm kümmert sich um Kunst und kümmert sich ein bisschen um die Forschung. Du kümmerst dich auch noch ein bisschen um die Versorgung. Wer kümmert sich denn ums Bauen? Du kümmerst dich ums Bauen, das ist auch toll. Ja, genau, Schnitzel. Das dachte ich mir auch gerade. Wachsen lassen wäre mal was anderes, ne? Na, mal AFK. Bis gleich. Ach ja. Sagt übrigens Bescheid, falls euch das Spiel dann doch zu langweilig ist. Also ich finde es auch, trotz dass man hier hauptsächlich nur zuguckt, relativ spannend. Aber wir können es auch gerne wechseln. So ist es nicht. Ich habe noch ganz viele andere. Also ich finde solche Spiele eigentlich genial. Naja, wie gesagt, ich auch. Ne? Man guckt halt hauptsächlich nur zu, aber du musst dann planen und machen und mehren. Aber jetzt muss ich also erstmal warten, bis die ein bisschen was erledigt haben. Es gibt aber auch viele, die denken sich so, da jetzt nur zugucken ist jetzt nicht so mein Ding. Ich richte mich da nach der Mehrheit, so ist es nicht. Aktuell muss ich halt ein bisschen warten, dass die ein bisschen zur Rande kommen. Yay! Degalus! Degadius, danke für deinen Host. Willkommen. Degadius. Come on, rock me, Degadius. Im Lurk, ja, viel Spaß beim Lurken. Danke, dass du trotzdem noch da bist. Support ist kein Mord und so. Apropos Support, schaut doch übrigens auch mal bei den anderen Streamern vorbei. Einfach mal auf. Habe ich eigentlich schon den Befehl Team drin? Ich glaube nicht. Oder? Nope. Aber einfach mal unten unterm Stream, da könnt ihr auf den Real Streamers klicken und dann kommt ihr auf die Teamübersicht. Da sind noch ganz viele andere, die ihr euch gerne mal angucken könnt. Yeah. Alle super Leute. Und da ist bestimmt der ein oder andere dabei, der euch auch noch gefallen wird, falls ihr die noch nicht kennt. Ich glaube nicht, dass ihr alle kennt, deswegen. Die Galdius digitiert zu die Gallus. Etwas verwirrt. Jetzt zuerst? Nee, wegen Degadius. Danke, Smoke. Danke für gar nichts. Ja, bestimmt wegen dem Namen. Achso. Ja, Degadius, der ist jetzt durch. Deine Attacke? Gute Frage. Okay, jetzt heiße ich von random aus Phynydon. Phynydon? Degadius, deine Attacke. Ach nee, du bist jetzt Degadius, du bist ja digitiert. Deine Attacke ist.
das R des Grauens. Denn der Degalus möchte ein R kaufen und so. Ah. Okay, ich bin mal ein bisschen AFK. So wie schon irgendwie des Öfteren? Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen länger AFK. Bis gleich. Okay. Jo. Und sie wird nie wieder gesehen. Moin, moin. Er stört. Das ist auch unhöflich. Muss ich aber fragen. Hab die Stimme gerade nicht erkannt. Wer stört? Es ist ein Anakin. Ein Anakin. Ein wildes Anakin ist aufgetaucht. Hör auf mit dem heute Abend. Ja? Deine Lieblingsfrau heute Abend. Meine Lieblingsfrau? Neben Alex natürlich. Ah, oh, der Parfum, der produziert ja nur Meisterwerke. Ich hab den richtigen eingestellt. So muss das. Und Schiebe sagt, ich soll nicht eingebildet sein. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Der sollet. Da. Man fleißig da bauen. Okay, gut. Ja, ja. Fleißige Handwerker, gell? Etwas langsam, aber fleißig. Ja, langsam, aber sicher nennt man das. So, wie sieht's mit unserer Stromleitung aus? 840. Da kommen wir über 1000. Das wäre kontraproduktiv. Wobei wir gerade nur roundabout 200 verbrauchen. Ah, komm, das packen wir mal dran. Ist mein Filter schon fertig? Mein Filter ist fertig. Wo ist ihr Input und wo ist Output? Aber wow, echt geil. Auf mein Steam kann ich noch zugreifen, aber auf SOT nicht. Microsoft.